Ja, hallo, dann wollen wir mal starten. Auf zu den Dracheninseln, würde ich sagen. Die Musik ist momentan noch ein bisschen laut. Die Vorräte sind aufgefüllt und unsere Expedition ist bereit. Werde ich Packt gleich eure mal Sachen und kämpft mit dem Sturm korrigieren. mit. Zeit, zu den Dracheninseln aufzubrechen. So, jetzt ist es auch angenehmer für mich auf die Ohren, auf den Ohren. So, einmal zurück nach Sturmwind. Ganz kurz überlegen. Wie machen wir das am besten? Einmal zurück teleportieren in eine Stadt. Und dann fliegen wir mal. Wir befinden uns nämlich gerade noch in Kul Tiras. Da war ich, um ein bisschen zu leveln. Das heißt, zu leveln noch, um ein bisschen Gold zu sammeln, noch ein bisschen zu probieren. Jetzt aber geht es los. Wir haben den 29.11.22. Und wir wollen natürlich mit der Reise zu den Dracheninseln starten. Naja, hier stellen sich uns noch ein paar im Weg. Ich habe nämlich vergessen, oder ich weiß gar nicht, ob ich sie noch besitze, diesen Piratenhut aufzusetzen. Ich schaue mal eben nach. Ich meine, wir haben ihn nämlich nicht mehr, da wir schon die finale Quest erledigt haben. Gut, dann werden wir mal uns hier noch schnell durchkämpfen. Bin ganz ehrlich, habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt, weil ich halt auch auf das Add-on gewartet habe und auch so ein bisschen mehr zu tun hatte. Ups, falsches Haus. Sollte aber kein Problem sein. Ist immer noch ganz schön laut. Ich würde gleich nochmal die Lautstärke allgemein anpassen. Nochmal ganz kurz die Lautstärke etwas runterregulieren. Genau. Jetzt sollte es passen. So. Fliegen wir mal eben kurz rüber. Der kleine Vorteil. So. Einmal zurück nach Borealus. Nee. Doch. Einmal zurück in die Hauptstadt. Einmal nach Borealus. Borealus, oh, diese Namen. Genau, einmal zurückfliegen und dann teleportieren wir uns zurück nach Sturmwind und dann geht das auch schon los. Ich werde mal hier noch der Übersicht halber die ganzen Quests aus Kul Tiras ausblenden, damit ich hier nicht irgendwelche Quests versuche zu verfolgen, die eigentlich gar nicht mehr aktuell sind. Klar werde ich ein bisschen offline oder parallel noch ein wenig ein paar Videos aufnehmen für YouTube und dort dann halt versuchen noch die habe ich jetzt alle? Nein, der ist noch. Versuchen hier noch die Quest zu erledigen, aber erstmal wird der Fokus natürlich auf die Dracheninseln gesetzt. Jetzt haben wir so lange oder habe ich so lange schon drauf gewartet und ihr wahrscheinlich auch. Von daher setzen wir jetzt erstmal den Fokus darauf. Hier ist noch eine.
Hier ist noch eine. Die auch noch. So, dann machen wir hier mal zu. Zu, zu, zu und reisen nach Sturmwind. Ja, wie lange das heute hier gehen wird, kann ich so noch nicht sagen. Hatte schon einen etwas längeren Tag heute und werde eigentlich nur kurz versuchen anzureißen. Mal gucken. Die Server sind ja eh nachher noch down. Von daher wird das heute auch nicht so lange gehen. Bin auch ganz ehrlich, das ist erstmal nur ein Testlauf. Ich weiß nicht, ob ich dabei bleibe oder ob ich doch wieder stumpf aufnehme und dann auf YouTube veröffentliche. Wir werden sehen. So, wo müssen wir jetzt überall hin? Wir müssen einmal dahin, einmal in die Botschaft und einmal in den Hafen. Sollte kein Problem sein. Ja, wie gesagt, oder wie ihr seht, wir spielen auf der Allianz-Seite. War so eine kleine Bauchentscheidung. Ich hatte erst noch überlegt, doch noch auf die Horde zu wechseln, auf die Horde-Seite zu wechseln, aber dann hätte ich diesen jetzt hier leider löschen müssen, da nur ein Charakter dieser Art pro Realm zugelassen ist. Ich habe leider auch keinen zweiten oder nicht die Möglichkeit, einen zweiten zu erschaffen auf einem anderen. Aber das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Zeig dem Champion, was vorgefallen ist. Ich wünschte, die Dinge liegen anders, Hohepriesterin. Aber neben den Fronten in Arati und Sandala können wir uns keine Dritte an der Dunkelküste leisten. Mein Volk will Taten, keine Ausflüchte. Wir legen nicht die Hände in den Schoß. So, ich glaube, das ist jetzt hier gerade noch nicht Story des neuen Add-ons. Ich mache die Quest trotzdem immer schnell fertig, beziehungsweise wir schauen dieses Video schnell zu Ende. Und dann geht es noch einmal zur Botschaft und danach fliegen wir in den Hafen. So, da ist die Gute auch verschwunden. Ja, wir nehmen die Quest mal an, mache ich irgendwann mal nicht in einem Video fertig. So, wir bewegen uns jetzt Richtung Botschaften. Nehmen wir mal meinen allerersten Drachen, den ich jemals in WoW erhalten habe. Meinen Albino-Drachen. Ich bin auch noch ein Spieler der
älteren Generation, also ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie lange ich schon spiele, mein Paladin musste damals noch für seine Reittiere arbeiten. Na? Das sollte einigen, die das Spiel kennen, was sagen. Also ich musste noch in diverse Instanzen gehen, um die Materialien für meine Reittiere zu bekommen. Ich spiele auch parallel noch auf den Classic-Servern ein wenig. Bin ich nicht immer so oft unterwegs, da ich merke, ich bin doch verwöhnt von diesen ganzen Add-ons oder von den ganzen Möglichkeiten, dass uns hier Sachen abgenommen wurden. Schon alleine die Personensuche, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, alles klar, da ist das Fragezeichen, da muss ich hin. Das haben wir ja bei Classic aktuell nicht, so war es ja früher auch. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen verwöhnt inzwischen und ja, vielleicht werde ich mich noch mehr mit Classic anfreunden. Aber wir werden sehen. So, dort ist er. Was führt euch her? Darf ich mitkommen? Der ruft zu den Inseln. Und wir antworten. Dann schließen wir uns einfach mal der Masse der Charaktere hier an und fahren einmal auf die Dracheninseln. Ich merke gerade, ich hätte ja noch eine Beleuchtung. Bräuchte ich noch? Ich schaue mich mal eben um. Nein, auf die Schnelle kann ich hier nichts herzaubern. Vielleicht. Kriege ich noch durch einen zusätzlichen Bildschirm etwas mehr Licht ins Dunkel. Wie gesagt, das Ganze ist auch eigentlich nur ein Testlauf gerade. Ich bin eigentlich so mehr der Freund der Videos. Ich wäre bei YouTube mich gesehen hat schon, der weiß auch, es gibt erst wenige Videos, also eigentlich nur eins, in dem ich tatsächlich persönlich rede, und das ist auf meinem Airsoft-Kanal. Bin nicht so ein Freund davon gewesen bisher, aber man soll ja immer wieder neue Sachen probieren, und jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Ja, das ist besser. Okay, also wir müssen hier oben bleiben. Sieht schon episch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich versuche mal parallel ein bisschen Licht zu bekommen. Ich starte gerade nebenbei noch einen Rechner. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gut, wir verlassen jetzt das Schiff. Schauen uns mal um, was wir so finden. Einen Moment, ich bin gleich wieder zu 100% bei euch. Ja, macht es auch nicht besser. Gut. Schade. Vielleicht kann ich hier noch die Helligkeit etwas höher schrauben.
Ich liebe diese Laptop-Tastaturen. Für alles gibt es Symbole, aber nicht für Helligkeit. Da haben wir sie. Ja, ist schon maximal. Gut, okay. Dann versuchen wir jetzt mal hier noch etwas. Auch nicht besser. Gut, also merke fürs nächste Mal eine noch zusätzliche Lampe organisieren. Sollte kein Problem sein, sollte ich hinkriegen. Müssen wir jetzt aber erstmal damit leben. Machen wir diesen Computer wieder aus. Müssen ja Strom sparen. So, wo müssen wir hin? Wir wollen diese Quest. Dann werden wir die auch noch ausblenden. Sonst kommt es hier nur zu Verwirrungen. Und dann schauen wir uns mal um. Natürlich erstmal erster Gang zum Gastwirt. Ich habe nämlich keine Lust auf diese Reise, die wir gerade eben gemacht haben, nochmal zu unternehmen. Von daher machen wir uns mal hier unser Quartier. So, Angeln auf den Dracheninseln, das ist immer gut. Einmal erlernen. Zack. Haben wir eigentlich schon eine Angel? Natürlich nicht. Wir haben Angeln gelernt, aber wir haben keine Angel. Jetzt hat sich das Problem auch erledigt. Angel ist vorhanden und wir können fortfahren. Ja, was spielen wir hier eigentlich? Wir spielen einen Verheerung, Drakteur oder einen Verheerungrufer, so heißt es ja korrekt, genau. Ich habe auch noch auf YouTube ein paar Videos, wie ich damit angefangen habe mit ihm, wie ich so ein bisschen die ersten Schritte gegangen bin mit ihm. Und ja, war ganz interessant, war mal was anderes. Gerade wenn ich überlege, der Anfang mit den Totenbeschwörern war ja doch auch so sehr interessant, waren höher vom Level her höher eingestiegene Charaktere, hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich spiele ihn heute noch sehr gerne. Ja. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier alles niedermetzeln müssen. Ich muss sagen, die Attacken, die die Herren hier drauf haben, sind schon heftig. Wir haben auch viel offline schon diskutiert, ob da noch was dran getan wird, ob die nur mal ein bisschen reduziert werden oder ob sie so bleiben werden. Ich meine, da wird noch mal ein bisschen was angepasst werden. Gut, ich habe ihn jetzt noch nicht im PvP getestet. Ich bin noch nicht so der PvP-Freund. Aber ich denke mal, da wird noch mal was kommen, dass da noch mal was angepasst wird.
Aha, ich habe eine Lampe gefunden. Das ist praktisch. Jetzt sieht man mich auch etwas mehr. Ich muss bloß aufpassen, dass mich das Ganze nicht zu sehr blendet. Sollte aber passen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange ich heute mache. Ich habe eine relativ lange Vorbereitungszeit gehabt für den Stream. Fast circa eine halbe Stunde hatte noch ein paar Sachen zu tun. Oh, ich benötige Bergbau. Habe ich noch nicht. Gut, dann können wir das noch nicht erledigen. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen längere Vorlaufzeit für den Stream gehabt. Musste mich erst noch akklimatisieren. Hatte heute doch zwei etwas längere Autofahrten vor mir oder hinter mir. Von daher seht's mir nach, wenn ich relativ zeitnah wieder das Ganze hier beende. Das ist auch, wie gesagt, ich wiederhole mich ständig. Das ist so eine Krankheit. Ist auch nur ein Testlauf. Ich vermute, in den nächsten Tagen wird es dann hier noch mehr geben. Auch weiß ich, dass hier gefühlt gerade 1000 Streams laufen. Also das erste, was war, ich habe Twitch angestellt, um kurz mal zu überprüfen, ob alles fertig eingestellt ist und alles. Und da schrien mich schon die ersten, oder da habe ich schon die ersten Videos und Streams gesehen zu diesem Spiel. Also ich weiß, dass ich heute nicht der Einzige bin, der hier versucht, etwas zu diesem neuen Add-on beizutragen. Aber ich bin ehrlich, das stört mich relativ wenig. So, machen wir mal unseren tiefen Atem. Müssen wir nicht so weit laufen. So, erste Quest ist anscheinend erledigt. Ich bin ehrlich, ich habe gar nicht die Texte gelesen, die jetzt gerade hier noch standen, den Questtext. Das war mir gerade so. Ich sehe ja, wo ich hin muss. Vermute ich zumindest. So, oh, da ist noch einer. Ja, entschuldigt bitte. Bin noch etwas angeschlagen. Hatte es ja vergangene Woche schon in einem Airsoft-Video erwähnt, dass ich neu vertont habe, dass ich schon seit Wochen irgendwie mit einer Erkältung rumdoktere. Und nein, es ist nicht das große böse C. Aber es wird. So, ich schalte mal eben ab. Das nervt mich nämlich gerade ein wenig. Ich weiß, dazu gab es einen Artikel und ich habe diesen Artikel auch zur Hälfte gelesen, dass man beide Formen nutzen soll und ja und ach und ja, ich habe es gelesen und verinnerlicht und der Rest war mir nicht egal. Ich werde es vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren, aber aktuell nervt es mich gerade ein wenig. Wobei ich sagen muss, ich hätte es mir bei den Worgen damals gewünscht, dass die sich zurückverwandeln nach Beendigung des Kampfes oder ihrer schnellen Fortbewegungsmöglichkeiten. Aber ja, vielleicht führt Blizzard das ja noch ein im Zuge einer großen, schönen Quest mit wir haben und mussten und taten. Nein, da muss ich nicht hin. Sah bloß gerade so aus. Wo ist er denn? Da unten ist er. Na, das wird doch gleich wehtun, wenn wir da runter springen. Oder?
kriegen wir das so hin. Nein, wir müssen offensichtlich runterspringen. Kommen wir doch nie wieder hoch. Sag ich doch, das tut weh. So, kriegen wir ihn jetzt raus hier. So, wie geht's hier hoch? Da, aber da ist hässliche Raupe und eine Schnecke und ein Drache und ja. Das war klar. Naja, das hat ja semi-gut funktioniert. Was haben wir da? Ach, eine Königin. So, können wir hier eigentlich schon fliegen? Natürlich können wir hier fliegen. Na was für... Nein, wir können nicht fliegen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich muss sagen, diese Fähigkeit finde ich sehr charmant. Dass man, indem man die Alt-Taste drückt und diese Fähigkeit lebende Flamme nutzt, um sich selbst wieder hochzuheilen. Finde ich ganz nett. Ja. Gut, wenn wir schon nicht fliegen können, dann schweben wir wenigstens. Gut. Was kann ich für euch tun? Behaltet immer das Meer im Auge. Lasst euch nicht vom Klabautermann holen. Immer schön auf Kurs bleiben. Gut, dann machen wir schnell noch die Schmiedekunst lernen. Das ist nämlich einer der beiden Berufe. Und bild mich aus, zack, ja. Bergbaulehrer. Da ist der Bergbaulehrer, hätten wir auch vorher sehen können. Egal. Aus Fehlern lernt man. Okay, den Vertretern der Horde vorstellen. Na, darauf freue ich mich ja schon immer am meisten. Und nein, ich habe natürlich auch Horde-Charaktere, so ist es ja nicht. Hallo? Fort mit euch. Und
Was? Gar nicht zu Diensten sein? Gehabt euch wohl. Oh, ich liebe diese Quest. Schick dich dahin, geh dahin, frag den, sprich mit dem. Und wenn du schon dabei bist, hol dem mal noch das und dem mal noch das. Oh, das ist immer so. Egal. So, was wäre er hier? Zindorei. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Anaria Schola. Lebt wohl. Okay, habe ich mich jetzt hier den Typen vorgestellt? Natürlich nicht. Wo ist er? Grimax, da. Was soll's? Wir fliegen einmal hier rüber. Da ist sie. Konzentriert euch auf unsere Mission. Ja. Habe ich verstanden. Da diese Scheibe sollen wir benutzen. Jetzt versuchen wir nochmal mit ihm hier zu kommunizieren. Alles klar. Habe ich auch verstanden. Ihr zwei diese Expedition gemeinsam geleitet habt? Die Horde und Allianz verbindet eine lange Rivalität. Aber Toddy und ich suchen Wissen, keine Gewalt. Also, und Abenteuer. Ich muss sagen, mit Quest wird man hier zugepappt. Das ist schon mal sehr nett. Was haben wir hier? Noch ein Gastwirt, gut. Freunde, welche Dienste mit diesem Leitfaden, in dem zu den Annehmlichkeiten der Botschaft geschrieben steht, wenn sie nur nicht alle defekt wären? So, dann nehmen wir noch kurz die Kochkunst. Zack, das sollte jetzt auch passen. So, haben wir hier noch was zu tun? Ich denke, nein. Gut. Dann werden wir noch die Willkommensnachricht lesen, um das Ganze hier abzurunden. Genau. So, wir sollen eine die Kohlepfanne ist da unten. Wir benutzen jetzt erstmal diese Scheibe hier und fliegen ein wenig hoch. Was sollen wir tun? Macht suchen, Verbündete suchen und Gefahr suchen. So, ersten Teil erledigt, dann starten wir den zweiten Teil. Ja, genau. Und Teil 3.
nicht sagen, dass ich mich mit dem anlegen möchte. Unsere Feinde werden fallen. So, dann haben wir noch die Kohlepfanne entzünden. Einmal kurz abkürzen. Was ich bisher noch nicht rausgefunden habe, aber ich glaube, es wird wieder... Ja. Das wollte ich noch haben. Genau, so. Ich habe euch schon erwartet. Lernt aus Vergangenem und blickt in die Zukunft. Was ist euer Anliegen? Ich werde warten. Ein Rivale ist nicht immer ein... Kadettin Zentrax, bringt den Champion zu Kommandant Lothanas vor dem Drachenherz Außenposten. Helft bei der Evakuierung der Welblinge und Verwundeten. Ja, Majordomus. Furorion und ich werden aus der Luft die Jaradin in der Schuppenknackerfeste unter Kontrolle halten. Beeilt euch, Champion. Wir wollen doch nicht, dass ihr erst eintrefft, wenn der Kampf schon zu Ende ist. Greift erst an, wenn die Welblinge und die Verwundeten sicher sind. Die übrigen Besucher müssen hier warten, bis sie die Botschaft sicher verlassen können. Oh, ich verpasse den ganzen Spaß! Hier gibt es viel zu studieren, bevor wir weiterziehen, Toddy. Jeder von uns hat seine Pflichten. Ob mit Flügel oder Kralle, erfüllt sie. Okay, ich warte noch gerade so ein bisschen auf den Bums, dass es losgeht, aber wir werden sehen. Genießt eure Zeit hier. Wir werden Expeditionen in jeden Winkel dieser Insel schicken, sobald es sicher ist. Ach, wo liegt der Reiz in Sicherheit? Gut, wir erledigen jetzt erstmal hier die Quest außerhalb. Wahrscheinlich werde ich mich gleich wieder selber ärgern.
dass ich das eigentlich auch hätte machen können, während ich mit ihr unterwegs bin. Aber egal, wir fangen mal an. Neue Zauberspitzhacken. Auch nicht schlecht. Ich muss näher ran. Ja, allgemein muss ich sagen, ich war sehr überrascht von diesem Add-on. Also nicht überrascht von dem, wie es geworden ist, sondern überrascht, dass da jetzt so etwas kommt. Ich habe das im Laufe des Jahres angefangen zu verfolgen, die ganzen Spekulationen, habe natürlich auch viele YouTube-Videos dazu gesehen und war dann am Ende sehr überrascht, dass es so gekommen ist. Oh, das sind doch schon etwas heftigere Kerlchen, oder ich stelle mich einfach nur gerade wieder ein wenig blöd an. Aber schade, ich dachte, man könnte die noch abbauen, aber leider ist es nicht so. Hat er mich im Flug erwischt. Cleveres Kerlchen, dieser kleine Elementar. Ich muss unbedingt nochmal die Fähigkeiten neu ordnen. Diesmal hat er mich nicht erwischt, weil irgendwie komme ich immer auf meinen tiefen Atem, obwohl ich es eigentlich nicht möchte. So. Wieder zu spät. Naja, passiert. Langsam verstehe ich auch die Attacken dieser Elementare und ich glaube, mit ein bisschen Übung kann ich mich darauf einstellen.
Mal schauen. Wahrscheinlich habe ich es morgen wieder vergessen. Oh, nein, der gehört mir. Zumindest machen wir ihn mal zu zweit. Dann haben wir das gleich abgebacken. Und du bist glücklich und ich bin glücklich. Ja, wie gesagt, ich spiele beide Seiten. Also ich bin jetzt hier nicht so der nur Allianz. Nein. Dieses Spiel hat uns beide Seiten gegeben. Also kann man ruhig auch beide Seiten spielen. Klar, ich kenne diese... Ich will sie nicht fanatisch nennen, aber ich kenne diese Spieler, die sagen, nein, eine Seite bleibt eine Seite und wenn ich Allianz spiele, spiele ich Allianz und Horde, das ist Verrat. Nach, es ist... Ich spiele beide Seiten bei mir. Ich finde, beide Seiten haben ihren Reiz, beide Seiten haben ihre netten kleinen Gimmicks. Und von daher... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das passiert, wenn ich quatsche. Egal. Ja, beide Seiten haben ihren Reiz. Beide Seiten sind... machen Spaß. Ich glaube, so richtig kam es bei mir aber auch erst mit dem Add-on... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich weiß... Jedenfalls, als wir die neuen Völker hinzubekommen haben, da fing es bei mir erst richtig an. Mir fällt wirklich gerade der Name nicht ein. Es ist schon spät. Seht es mir bitte nach. Ich bin auch nicht mehr ganz so frisch heute. Dort fing es dann an bei mir auch zu sagen, okay, du kannst ja mal Horde spielen. Hab zwar zwischendurch immer mal so ein bisschen rumprobiert, da mal einen Charakter erstellt. Bin aber relativ schnell doch wieder in den alten Mustern zurückverfallen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich hab angefangen mit einem Paladin-Menschen. Damals noch zu Classic-Zeiten, meine ich, oder gerade so der Wechsel von Classic zu Burning Crusade. Habe dann parallel noch einen Jäger gespielt, einen Krieger gespielt und alles Mögliche immer ein bisschen ausprobiert, immer wieder mal gelöscht, neu angefangen. Und einzig konstant war bisher immer nur der Paladin bei mir, weil das war so mein erster Charakter, mit dem habe ich angefangen, mit dem hat diese Sucht, ja, naja, nicht Sucht, aber hat das WoW-Spielen angefangen bei mir. Und der ist auch wirklich der letzte, der noch so ein bisschen von dem, wenn ich so von früher überlege, was ich hatte, ist der letzte, der noch so überlebt hat. Klar, mein Todesritter von damals existiert noch und mein Krieger von damals existiert noch. Dann habe ich nochmal einen Schurken mir gemacht, der ist jetzt auch immer noch aktiv. Was ist von damals noch aktiv? Mein Druide ist noch aktiv von damals. Von dem kann ich mich auch nicht trennen. Ich spiele ihn zwar kaum noch, aber ja, mein Jäger ist noch aktiv, aber wo ich halt gar nicht rankomme und das sind so die ganzen Stoffis, sage ich mal. Ich habe zwar auch einen Magier noch auf dem Account oder auf dem Server hier, aber auch der ist da, sagen wir mal so, er ist da. Mehr ist er auch nicht, er hat seine Existenzberechtigung, es macht Spaß mit ihm zu spielen. Es macht Spaß mit ihm zu spielen, aber ich bin doch eher so der, ich muss da rein in die Masse und draufhauen und da habe ich irgendwie so mit dem Paladin meinen perfekten Spielstil gefunden. Es ist ein Schutzpaladin. Ja, kann mich selber heilen, kann mich selber schützen, kann halt
bin halt so eine kleine Ein-Mann-Armee. Vielleicht nicht für irgendwelche Raid-Gilden geeignet oder so. Zumal ich eh nicht viel von Gilden halte. Persönlich meine Meinung. Nein. Wie gesagt, wird wahrscheinlich auch nicht PvP hier der PvP-König auf meinem Server sein und sonst irgendwas, aber für mich reicht es für die Sachen, die ich spielen möchte, reicht es und da muss ich jetzt nicht irgendwie mich sonst wie hoch ziehen lassen und sonst irgendwie. Ich bin auch ehrlich, ich spiele, wenn es hochkommt, also jetzt ist es natürlich vermehrt geworden durch YouTube und durch das Add-on, aber es gab auch schon mal Monate, wo ich keine Minute gespielt habe und das hat man dann schon gemerkt. Da bin ich dann irgendwann wiedergekommen und habe festgestellt, oh, jetzt ist alles anders. Es gab wieder mal ein Add-on, alles neu und ja, passiert halt, ne? So, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und der Zeit, die ich aufgestanden bin, war nämlich ein sehr langer Tag heute, machen wir jetzt noch die Quest hier zu Ende. Ja, machen wir noch zu Ende und dann soll es das dann auch heute für heute gewesen sein. Ich versuche morgen nochmal einen zu starten, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Da wird es vielleicht ein bisschen zeitiger. Ich muss schauen. Ich habe morgen noch ein paar geschäftliche Termine. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Bloß bevor ich jetzt hier nur noch Müll produziere, soll man ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. So, was ist jetzt hier los? Ich soll hier eine auffällige Notiz holen. Alles klar, auffällig für alle, nur für mich nicht. Da ist sie versteckt. Schön gelesen. Können wir noch versuchen, diesen Kern zu holen? Ja. Können wir noch versuchen. Und dann geht's zurück in die Botschaft und dann ist auch schon Ende für heute. Ich hätte mir schon gerne gewünscht, dass man die Elementare noch als Bergbau-Berufler hätte abbauen können. Ich meine, das ist möglich. Bei bestimmten Elementaren war es möglich oder ist es möglich? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich immer gerne bestimmte Elementare als meine Ziele genutzt habe, weil ich wusste, ich kriege da noch ein paar Sachen. Ich meine, jetzt gut, okay, man hat, ich habe noch nicht reingeguckt, ob das jetzt Handwerksmaterial war, was ich da erhalten habe. Das tobende Feuer, ja, ist es. Aber so ein bisschen abbauen wäre schon ganz nett gewesen. So, haben wir den letzten Kern. Ziehen wir uns hier zurück. Müssen ja doch noch ein bisschen was abgeben. Was ist hier noch? Findet Kralle. Ah, okay, dann suchen wir natürlich noch diese Kralle. Wo ist er? Da. Versteckt. Komm her. Was? Wieso komme ich hier nicht rein? Da bist du. So, zack. So, dann geben wir noch die ganzen Quests ab, schauen noch mit, was wir morgen weitermachen können. Und dann sollte es das auch für heute gewesen sein. Schön euch zu sehen. Mögen eure Reisen sicher sein.
kommen. Seid vorsichtig. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Gut, wir scheinen hier komplett fertig zu sein, bis auf zum Dienstmelden. Das werden wir aber, wie schon erwähnt, morgen Abend starten. Ich denke, ihr seht es mir nach, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und... Was haben wir da noch? Alchemie, bla, da, da, da. Gut. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit, dass ich jetzt hier an der Stelle beende. Ich vermute, morgen so gegen 21.30 Uhr, 22 Uhr werde ich nochmal live gehen. Und dann werden wir mit der Quest zum Dienstmelden weiter fortfahren. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wenn ihr selber spielt, habt noch Spaß. Ja. Und wir hören und sehen uns morgen.